Sorry, ich versuche gerade mein Sexleben in Gang zu kriegen. Ja, weil Wissenschaftler von der University of Stanford haben im Journal of Sexual Medicine darüber berichtet, dass Kiffer mehr Sex haben als Menschen, die kein Haschisch oder Marihuana konsumieren. Sozusagen der Bong Bang. Aber Sex mit Chips oder Gummibärle gilt doch nicht. Und wer zählt denn so etwas? Begleitet euch Forscher mit Schreibblock die Kiffer durch den ganzen Tag. Aha, 5! Und wer Kiffer kennt, weiss, dass sie oft das Gleiche erzählen. Und dann haben wir Sex gehabt. Und dann haben wir Sex gehabt. Vielleicht hätten sie ja noch mehr Sex, wenn sie nicht kiffen würden. Ihr Idioten. Ja, wie gesagt, von was haben wir gerade geredet? Das Schöne an dieser Geschichte ist aber, wie sie mit so tollen Beispielbildern dokumentiert worden ist. Bild 1. Eine halbnackte Kifferin. Banal. Aber wo hat sie Sex? Zweites Bild. Klar, Racial Diversity. Sonst ja sehr löblich, aber bei einem Kifferthema? Next. Da haben sie jetzt Sex. Aber wo wird gekifft? Letztes Bild. Ah, jetzt aber. Da haben sie Sex und es wird gekifft. Sie sitzt auf ihm, während sie genüsslich an einem Bong zieht. Oder ist es kein Bong? Mein Lieblingsbild war ja eins gesehen, wo zwei so romantisch gemeinsam im Gras liegen.